Willkommen zurück zur Formel 1 2020. Wir fahren heute das Rennen in Frankreich. Mit dabei ist Benny. Hallo. Musste kurz überlegen, wo wir jetzt nochmal sind. Das ist kaum aufgefallen. So, Sprit, keine Ahnung. Lasse ich jetzt mal so. So. Ich denke, das sollte so hinhauen. Wie geht denn das nochmal? Also. Uiuiui, Okay, das war sehr schnell. überraschend schnell. Und mein Start war sehr beschissen, offensichtlich. Der Bottas ist ja instant vorbei gewesen. Alter Typ, was ist denn mit dir? Fahr doch außen, wenn ich da innen bin, du Affe. Die gehen mir jetzt schon auf den Sack, die Mercedes-Spackos. Ja, und jetzt nicht Gas geben, oder was? Alter Bottas, fahr doch. Da fahren die langsam. Ja, der Bottas vor mir schon. Er ist nur vom Start gut weggekommen. Leider. Ja, hör mal auf zu wackeln, Typ. Geil, ERS-Ausfall in dem Moment, in dem ich gerade so vor Bottas bin, eine Wagenlänge. Das kenne ich. Also ich fahre alles andere als sauber. Ja, meine erste Runde war okay, nachdem ich Bottas so ein, zwei Mal angestupst habe im ersten Sektor. Ich habe mir wenigstens wieder snacken können. Der ist aber auch wirklich nicht so schnell unterwegs gewesen jetzt eben. Oh mein Gott, was fahre ich denn für eine absolute Scheiße zusammen? Warum? 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 Ach. Ja, dafür, dass er mir reinfährt, kann ich jetzt nichts. Ja, ich habe die Kollision verursacht, ist klar. Ich stand da schon ewig auf der Strecke. Ich konnte nichts anders machen. Alter, was ist denn mit Hamilton los? Was macht der denn hier, ey? Ich glaube, der hat sich einen Flügel abgefahren bei mir. Ja, hat er auch. Das ist sehr gut. Ist wenigstens der eine blöde Idiot schon mal weg. Bottas kriege ich wieder. Ich hatte da leider jetzt gerade einen richtig miesen Quersteher. Fährt der nicht in die Box? Achso, der ist schon nach hinten gerutscht. Edge. Die schlimmsten aus dem Feld direkt mal nach hinten befördert. Sehr gut. Alter, man kommt um diese erste Kurve auch nicht mehr rum, ne? Boah, es geht. Dieses Auto mal um die Kurve fahren. Ich habe mir aber nichts kaputt gefahren, oder? Nö. Die Kurve hier aber auch so beschissen.
krass, wie ich hier mal mega nah rankomme. Wow. Nicht schleudern. Solange ich noch im DRS-Fenster bin, ist alles gut. Bekanntlich ja. Ja, das war jetzt nicht gut. Wesentlich besser durchgekommen. Oh, Bottas, ich hab dich bald wieder. Wenn ich nicht wieder Scheiße baue. Ich ziehe ja fast außen an dem vorbei hier. Wenn ich näher dran gewesen wäre vorher, wäre ich jetzt durch gewesen. Diese letzte Kurve kriege ich einfach nicht. Wendekreis wie ein Kreuzfahrtschiff. So knapp immer. Der ist da so langsam. Ja, die Kurve ist irgendwie einfach kacke. Das Problem ist, ich hau hier meine kompletten Benzinvorräte raus. Aber ich lass das mal. Erste ist schon an die Box gefahren. Ja. Ist aber früh. Naja, viel früher ist es nicht. Also ich habe erst Runde 7 mein Boxenstoppfenster offen. Ich habe Runde 6. Das ist auch gar nicht mal so doof. Das ist nicht doof? Ja, jetzt reinzugehen, weil wenn ich meine Reifen angucke. Ja, dann geh ruhig rein. Also ich bin bei vorne links bei 52%. Ich habe noch nicht geguckt bis jetzt. Das ist ja schon knallrot oder so. Geil fährt es sich jetzt nicht mehr, aber jetzt schon noch in Ordnung. Also ich bleib auch noch an Bottas dran, aber irgendwie kriege ich den nicht.
Er fährt aber auch noch nicht in die Box. Wahrscheinlich auch Runde 7 dann. Boxenstopp. Ja, ich weiß, dass jetzt im Moment die Box belegt ist. Ihr werdet hoffentlich keine anderthalb Minuten für Bennys Reifenwechsel brauchen. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt keine 5 Sekunden. Das wage ich stark zu bezweifeln. Das wäre doch ein sehr schneller Stopp gewesen. Ja. Mediums aufziehen. Nee, Quatsch. Was? Ach, mittlere Reifen aufziehen. Er hat jetzt mehr Infos verstanden, das ist ja super. Da macht er mich jetzt noch mehr zu als sonst, oder was? Das ist gut möglich. Boxenstopp. Wow, er versteht's heute sogar, wenn ich's normal sage. Oh mein Gott, was war das denn? Mal schön die Reifen schrotten in der letzten Kurve. Ja, die Reifen musst du nicht mehr. Ja, ja. Kommt, Leute. Richtig schnelles Ding. Ja, 2,5. Aber Bottas war... What? Ich ziehe hinter dem raus und dann bremst er nochmal kurz an, weil es ihm zu nah war, oder was? Gibt's ja wohl gar nicht. Okay, ein paar fahren weiter. Die sind aber auf Medium losgefahren, offensichtlich. Ja. Jetzt fährt Bottas auch echt noch genau. Nee, Quatsch, der hat doch rot. Sah jetzt irgendwie nach gelb aus von der Seite auf den Reifen. Was wärst du denn für eine Strategie? Ich fahre jetzt rot-gelb-rot mal zur Abwechslung. Ich dachte mir am Ende vielleicht schneller, ist auch ganz cool. Alter, was machen die hier? Ja, das war nicht ansatzweise fair, weil ich voll abgekürzt habe, aber ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben. Also... Wow, es hat sich halt einfach nichts geändert durch den Boxenstopp. Ich bin genauso eine halbe Sekunde hinter Bottas wie vorher auch. Das war knapp. Aber er schafft es nicht mehr davon zu ziehen, obwohl er die besseren Reifen hat. Das ist schon mal ganz gut. Er irritiert mich nur ein bisschen. Ja, Russell, ich würde am Ende der Kurve noch stehen bleiben am besten. Einfach nicht beschleunigen, genau. Alter. Bist du gerade so? Neunter. Ah, okay. Ach, Russell war auch noch nicht in der Box. Nee. Sieht ja mir krass weg. Warum ist hier gelbe Flagge? Lol. Ach, einer ist raus. Kiat war das, glaube ich. Ja. Ist aber geil, dass die gelbe Flagge schon kam, bevor der Typ überhaupt langsamer geworden ist. Oh. Oh, echt jetzt?
Ja, da steht Raikön quer auf der Strecke. Ach so. Das ist ja super. Hätte er sich nicht woanders hinstellen können. Ah, hier musst du auch wieder aufpassen mit dem Delta. Bist du 3 Zehntel im Plus, plötzlich bist du 2 Zehntel im Minus von der einen Sekunde auf die andere. Ja. Jetzt sind gerade einfach mal mehrere kaputt gegangen? Na, 2. Was zur Hölle? 2 Leute sind putzig gegangen. Ja, einer davon direkt vor mir. Ich meine aber, das wäre Kühlert oder so gewesen. Aber vielleicht habe ich mich auch voll verguckt. Hallo, ich habe meinen Frontflügel auch noch leicht angeknackst. Jetzt habe ich ihn mitbekommen. Jeff hat mir zwar irgendwas erzählt vorher, aber ich dachte mir, hä, was denn, war doch nichts. Aber ja, okay, war doch was. Ja gut, ein bisschen Reifen schon und Sprit ansammeln ist natürlich auch nicht schlecht. Andererseits habe ich dann das ganze Feld wieder am Arsch. Richtig. Hi. Willst du mal gucken kommen? Ja. Yeah. Alter, ich hab dezent Angst. Ja, Vorsicht, werden langsamer. Ja, das. Ich hab ein bisschen Abstand zumindest. Das ist ganz gut. Ich bin umzingelt von McLaren. Ja, gar kein Problem, hier kann man auch ganz stehen. Ganz entspannt. Alter, hier fährst du normalerweise mit keine Ahnung wie viel durch. Ja. Jo. Aufpassen, dass man nicht abreißen lässt. Ich glaube, dann dürfen die sonst überholen, wenn man zu weit zurückfällt auf den Vordermann. Ich glaube auch irgendwie so, ja. Ja. Alter, Leute. Och, Leute. Rechts ist Gas. Wir haben aber echt häufig Safety Car, muss ich mal sagen. Ja, wir stellen auch immer wieder fest, dass das Arsch langsam fährt. Ja. So, guck mal, jetzt können wir doch Gas geben hier. Reifen wachsen wahrscheinlich gleich Eiszapfen, so langsam wie wir fahren. Ja. Oh Gott, nur dezent unterkühlt. Alles blau. Ja, bei mir auch. Ja. Mann, wie ich das hasse! Was hast du denn jetzt gemacht? Ja, die geht halt voll in die Eisen, wenn das Safety Car hier Geschwindigkeit halten und so. Das war richtig knapp. Da hätte ich mir fast alles abgefahren vorne. Mann, das ist so bescheuert. Warum gehen die direkt voll in die Eisen, wenn das passiert? Wer soll denn damit rechnen? Boah, Alter. Bottas, du fährst Mercedes, du kannst Gas geben. Klar, jetzt ist er natürlich ganz plötzlich ganz schnell. Ja klar, logisch.
mein Gott, Alter. Jeff, ich wage zu bezweifeln, dass ich den Abstand auf meinen Hintermann um 15 Zentimeter pro Runde vergrößere. Wie, meinst du nicht? Ja, weniger. Wer fährt denn hinter dir? Seins. Ah. Ja klar, wenn du denkst, dass du vorbeikommst, der hat gerade mal in einem Sektor eine Sekunde rausgeholt. Warum auch immer der jetzt plötzlich so schnell ist. Arme Krücke. Ja. Bottas. Ach so. Vorhin die ganze Zeit ohne Probleme am Arsch geklebt und jetzt gibt er plötzlich Gas. Dass er schneller ist an sich ist ja nicht so schlimm, er hat die besseren Reifen, aber jetzt plötzlich ist halt irgendwie komisch. Geht alles. Hey, erste Kurve mal gut gekriegt. Dafür jetzt die hier versaut. Perfekt. Und die hier auch noch direkt. Oh ja, natürlich. Wie? Oh, worst case, Alter. Direkt nach dem Safety Car so eine Scheiße. Oh, jetzt fahr doch mal wieder geradeaus, ey. Och, es ist am Arsch. Jetzt bin ich 14. Ey, Mann. Jedes Mal das Rennen so verschenken, ist doch beschissen. Ja, kannst du vergessen. Ich will nicht wieder nur scheiß 5 Punkte oder so. Mann. Weil dieses Auto um keine scheiß Kurve rumkommt. Alter, Grosjean, willst du mich verarschen? Ich bin doch da außen, dann bleib doch einfach innen, wo du bist, Mann. Rotze, ey. Es kann nicht sein. Harris und Russell kämpfen gerade. Ja, das ist auch total wichtig. Wenn die beide gerade am Kämpfen sind, zieh... Boah, Alter, ey. Geht ihr mir auf den Sack? Meine Fresse. Noch ein bisschen langsamer vielleicht. Ja, auf der Geraden komme ich natürlich nicht an ihm vorbei. Oh, was ist denn? Ja, genau. Wenn ich dir schon hinten rein donner, dann bremst noch mal. Voll die gute Idee. Oh Mann, der triggert mich ohne Scheiß. Mein Gott, diese Krücken hier hinten, das ist unglaublich. Was du mir rätst, ist mir sowas von scheißegal.
Ich rate mir selbst, jetzt aufzuholen. Das ist halt jetzt auf jeden Fall weg. Außer du kriegst vielleicht noch. Ja, schwierig. Habe ich mir fast gedacht. Dadurch, dass ich an der Box den Flug... Alter! Weißt du, die KI kann wieder in reinstechen, ne? Aber sobald man selber in reinsticht, dreht man sich irgendwie weg oder keine Ahnung was. Nee, ist klar. Aber war alles in Ordnung bei dir? Ja, ja, ich musste halt ausweichen, hab die Kurve halt irgendwie, keine Ahnung, wie weit außen genommen. Und dass der da vorbeikommt, ist klar. Aber die KI, die ist wie ein Steinpferd normalerweise, wenn du da einmal so ganz leicht gehst, kommst weiter, wie als wäre nichts gewesen. Oh, Alter, Karre, fahr doch einfach geradeaus. Toll, wenn er beim Rausbeschleunigen plötzlich doch noch drehende Räder bekommt. Macht bestimmt Spaß. Jetzt Gerd hier wäre, hätte er jetzt gesagt, ich hoffe doch, dass sich deine Räder drehen. Ja. Das stimmt. Fühl dich ertappt an der Stelle. Wenn du zuguckst. Oh Mann, ey, keine Benzinreserven mehr, das ist doch scheiße jetzt. Vettel komme ich aber ganz gut ran. Aber es ist halt auch nur Vettel, ne? Ja. Ah, okay, hat sich erledigt. Brauche ich nicht überholen, perfekt. Ich jetzt ein paar gute Runden hinlege, aber sein DRS habe ich noch bekommen, das ist ja super. Wenn ich jetzt noch ein paar gute Runden mache, dann brauche ich mich um den gar nicht mehr kümmern. Bin ich nach meinem Stopp vor dem, das wäre ganz cool. Schnell ins Schleudern zu kommen. Das ist doch ätzend. Reifen gehen eigentlich noch voll klar gerade bei mir. Ja, nee, ist klar. Genau. Überhaupt gar keine Frage. Natürlich. Alle Runden davor geht's und die Runde geht's nicht. Ja, ich bin die Kurve fast so gefahren wie immer. Ja. Die Runden davor habe ich gar keine Probleme gehabt mit einmal. Ist aber noch alles dran? Ja, ja. Aber da habe ich mich tatsächlich auch schon weggedreht in der Kurve. Das war mein erster Dreher, nachdem Bottas mich dann wieder überholt hatte. Ja, aber ich verstehe es halt nicht, weißt du, du kannst die Runden davor, kannst du da ganz easy, ganz bequem langfahren und dann nicht mehr. Ja, manchmal ist es minimal mehr Gas gegeben oder so, keine Ahnung. Was? Ich hab jetzt Wett?
Wieso das? Was denn? Ja, ich habe einmal jetzt gerade eine Verwarnung für Kurve abgekürzt bekommen. Und ich habe jetzt eine 3 Sekunden Zeitstrafe erhalten. Will ich Spiel mich eigentlich komplett trollen heute oder was? Nett. Also ich glaube, ich habe auch, wobei ich glaube, ich habe auch irgendwelche Verwarnungen für Streckenbegrenzung überschritten. Ja, das durfte mit reinzählen. Ja, ist ja, man verschafft sich ja so total den Vorteil dann. Natürlich, man fährt weiter außen und kriegt da, und kriegt dann dafür eine Strafe, natürlich. Ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal eine Verwarnung für sowas bekommen habe. Ja, ich habe halt, ich bekomme es halt zwischendurch mal durch diesen Flügel. Hast du einen Flügelschaden? Ja. Okay, wie sehr? Na, gelb. What? Wie lange schon? Seit Runde 10 oder so. Okay. Dann werde ich natürlich jetzt wahrscheinlich ganz weit hinten landen. Du musst auch nochmal in die Box, oder? Ja, klar. Hm. Also ich gehe jetzt halt, ne, aber... Vielleicht kannst du ja noch ein paar überholen. Ich hätte mich jetzt auch fast wieder gedreht. Wer da in den zweiten Gang geht, ist fies. Dieselbe Strategie gefahren wie ich. Ja. Bin ich. Ja, nee, ist klar. What? Boxenstopp. Boxenstopp. Weiche Reifen aufziehen. Nur nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Er hat mir zwar weiche angezeigt, aber ich traue ihm keinen Meter. So Leute, das muss jetzt schnell gehen. Als ob Hamilton wieder Dritter ist. Wo kommt der denn her? Wobei muss der nochmal in die Box wahrscheinlich schon, oder? Ja, ich glaube, der war schon. Als ob? Ja, kann sein, durch Safety Car. Achso, ja, okay, gut, geschenkt. Weil der muss ja erstmal weit hinten gelandet sein eigentlich. Oh Mann, gib Gas, komm. Schneller, schneller, schneller. Alter, wie lang dauert denn das? Oh, jetzt ist selbst der vorbei. Mann, ätzend. Oh, komm, schneller Norris durch. Das ist das Wichtigste. 4,0 Sekunden.
Oh Gott, ist der langsam, ey. Alter, was hat denn der für einen Motor? Ich... Hä? DRS, ERS, fett und ich komm keinen Millimeter an ihn ran. Genau ist? Ja. Ja, das habe ich auch schon. Das ist keine Ahnung. Wie das geht. Alter, hä? Alter, jetzt Lake war natürlich super. Egal, innen durch. Auch in Ordnung. Oh Gott, Hamilton, Alter, wie langsam bist du denn? Der Abstand zum Hintermann beträgt 10,5. Dass ich mit denen jetzt so easy snacken kann, hätte ich nicht gedacht. Hauptsache aus dem DRS-Fenster raus. So fährt sich das gut auf roten Reifen mit fast leerem Tank. Ich glaube, ich könnte den Bottas doch noch kriegen. Was war das denn? Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Alter. Mein Gott. Niemand ist so taub wie Jeff. Hast du nicht vorhin noch gelobt, dass er sich so gut versteht? Ja, war mal. Ist schon wieder vorbei. So weit weg ist er nicht. Das sind gerade mal noch 2 Sekunden. Aber ich habe leider, bin komplett out of Benzin. Das ist doof, doof. In der Tat. Oh, war das scheiße jetzt. Och komm, jetzt versaubeutel ich das echt noch. Mein Gott, jetzt mein... Das kann doch nicht sein. Ich habe so viel aufgeholt in dieser einen Runde, nachdem ich an Hamilton vorbei war. Ich fahre aber auch gerade wieder absolut beschissen. Keine Ahnung, wie ich die Runde eben gemacht habe, aber ich krieg's nicht mehr hin.
bleib jetzt konstant auf 2 Sekunden. Mann, ist das ätzend, ey. Manchmal ist die KI echt irgendwie komisch. Boah, da muss man ein bisschen weit raus. Vergessen, der fährt mir einfach da vorne auf der Geraden. Der macht jedes Mal auf jeder Geraden macht er wieder 2 Zehntel gut oder 3 Zehntel. Kannst voll haken. Keine Ahnung, wo der die herholt. Das ist ein Mercedes-Power bestimmt. Mann, ist das ätzend. Der ist so in Schlagreichweite. Aber ich komme nicht an den ran, an den hässlichen, verschissenen Kackvogel. Ich hätte gern noch 3, 4 Runden mehr. Wenn ich wenigstens auf Fett fahren könnte, aber ist ja auch nicht mehr. Alter, was ist denn jetzt los? Diese Kurve war aber auch einfach nicht mehr gut. Jedes Mal zu spät am Einlenken. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,0 Sekunden. Das ist nervig, ey. Mann. Ja toll, Jeff, warum haben wir so wenig Benzin? Das ist scheiße. Ach man, ey, wegen so einer scheiß Sekunde, das kann doch jetzt nicht sein. Zwei, drei Runden mehr, dann hätte ich vielleicht noch eine Chance gehabt. Merkt man halt, dass die KI keine Traktionsprobleme hat. Beim Rausbeschleunigen ziehen die halt einfach weg. Ja. Bottas zumindest jetzt. Das stimmt. Mann, das ärgert mich jetzt. Nee, funken wollte ich gar nicht. Ja, noch mehr Info. Gib mir mehr Info, natürlich. Mann, wegen 2 scheiß Drehern, ey. Mann, zum Kotzen.
Mein Auto ist zu langsam. Verfluchte Scheiße. Alter, wie kann das denn jetzt sein? Ja, nee, ist klar. Ich bin auch die KI-Tour mit einmal 0,8 Sekunden auf. Wie geht das denn? War der Nosseinspritzung oder was? Also ja, ich hatte ein etwas... Hä? Ja. Ist klar. Ich hätte gerne auch so einen Motor wie die KI. Mit einer Nosseinspritzung. Fahrer des Tages ist Norris. Bitte was? Boah, wenn ich die beiden hässlichen Vögel da schon wieder sehe in ihren Mercedes-Anzügen, ne? Nee, komm, überspringen. Naja, 2009. Beide abgerutscht. Super, lief total gut. Oh Mann, ey, diese Scheißdreher immer. Jedes Rennen. Jo. Naja, gut, denn, achso, ich mache noch ein Bild. Denn, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, es geht nächste Woche weiter, wenn wir es schaffen aufzunehmen oder wenn wir Lust haben. Ich denke mal schon. Was fahren wir denn dann? Österreich. Ach ja, stimmt. Also nächste Woche Regenrennen. bis dann. Tschüss. Tschüss.